Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Immer noch in der gleichen Aufnahmesession von Blood & Minchu. Es laggt. Hör auf zu laggen. Wow. Habt ihr schon mal eine Wand aus Wasser gesehen? Jetzt seht ihr eine. Reines Wasser. Das ist echt krass. Was, wie, wo, wer? Wo? Ist doch gar keiner. Ich meine, ich weiß, dass hier in der Nähe einer ist, aber der hat mich doch jetzt noch gar nicht gesehen. Hi! Na du? Kleiner Hülde. Hüldilein, komm, tanz mit mir. Beide Fäuste reich ich dir. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Stirb. Oh, hast du Husten? Ach, verdammt. Was fällt dir ein? Und warum ist es auch ein bisschen verzögert? Das mag ich nicht. Au! Ey, du Arsch, ey. Nein. Nicht runterfallen. Au! Ey, du feige Sau! Ja, stirbende Qual von Todes, ey. Krepier. Kann ich jetzt nicht treten, weil ich ins Wasser fliege. Danke, dass du endlich gestorben bist. Es kann ja hier nicht schnell genug gehen, ne? Aber nein, ihr müsst euch Zeit lassen mit dem Sterben. Arschgeigen. Ist klar. Stirb im Schalter. Kann ich den jetzt allen Ernstes nicht aussaugen? Wow. Ja, wieso kann ich den nicht aussaugen? Das ist doch scheiße. Ja, Wasserwand deaktiviert. Das ist schön, aber... Oh nö. Hallo, ich möchte gerne sein Blut. Warum verfärbt sich sein Körper nicht rot? Scheiße, Mann. Jetzt ist er genau darunter gestorben und ich kann ihn nicht aussaugen. Das ist... Oh, das ist fies. Das ist echt fies. Das möchte ich nicht. Das mag ich nicht. Was ist das denn hier? Schalter sind das nicht, sonst könnte ich die ja betätigen. Ah, eine Kiste, wenigstens etwas. Ich finde es extrem scheiße, dass ich ihn jetzt nicht aussaugen kann, weil er da gestorben ist. Ey, sowas hatte ich auch noch nie. Ehrlich, noch nie. Komm schon, verfärb dich doch bitte rot. Ich bin nicht ganz geheilt. Ich könnte einen guten Schluck vertragen. Ach, du bist doch doof. Ich mag dich nicht. Deine Eltern waren bestimmt Geschwister. Oh Gott, was ist denn hier? Alter, was für ein gefährlicher Raum. Warum müssen diese armen Arbeiter hier drin sein? Komm mal her. Du stehst mir da eindeutig zu dicht in den Zacken. Aber ich kann doch nicht verletzt werden, oder? Wenn ich hier so... Nee, ich kann da direkt hinlaufen. Ich werde eigentlich total aufgespießt, aber mir passiert nichts. Auch gut. Tja. Bevor du dich richtig wiederholen kannst, habe ich dich schon getötet. Sehr schön. Da bin ich nämlich auch mal ins Wasser geflogen, weil er sich nicht festhalten wollte. Das war nicht so schön. Ich denke mal, nach diesem Part werde ich eine kurze Pause einlegen oder sogar schon aufhören für heute. Weil er gleich Dracula im Fernsehen anfängt. Nein, ich rede nicht von den Filmen, sondern von der Serie. Auf Vox. Sehr zu empfehlen. Ja, was heißt sehr zu empfehlen? Ich weiß noch nicht so ganz, was ich da verhalten soll, ehrlich gesagt. Sie ist gut, aber sie ist auch sehr rätselhaft.
Na, ich meine, hallo, es ist Dracula. Und er sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ein sexy Dracula. Ich bin immer sonst an dem vorbeigerannt, aber ich konnte jetzt nicht richtig erkennen, ob hier Boden ist oder nicht. Für mich sah das alles nach Wasser aus, aber ja, cool. So bin ich gar nicht erst in Bedrängnis gekommen. Hi! Na? Warum kriegt der einen Anfall? Hallo, ist alles gut. Ist ja auch interessant, ne? Die Menschen schreien, das interessiert die Hülden gar nicht. Weil der da hinten steht ja immer noch da und guckt sich da das schöne Glas an. Da ist nicht mal was drin. Was findest du so faszinierend daran? Es blubbert nur. Magst du blubbern? Ich rede mit dir. Hi, grüß dich. Ist wohl sehr schmerzhaft, dieser Stoß gewesen. Halt's Maul! Autsch! Ja, ich hätte abwehren sollen, ich weiß, komm. Haha, ich war schneller als du. Ich hasse dich. Stirb doch einfach. Danke. In den Arsch. Und nochmal. Ah! Mmh, yum. Na, alles wieder okay? Hast du dich wieder eingekriegt? Scheint so. Aber ich hätte dich so oder so getötet, von daher. Was soll's. Es ist ja nervig, wenn die da so wimmernd in der Ecke sind. So, ich hab Angst. So, das war jetzt hier so ein bisschen fies, aber ich will da hinten mal hin. Oder auch nicht. Was ist denn hier los? Warum hängt sich das Spiel hier ständig auf? Gestern war das schon so bei der letzten Session, jetzt ist das hier schon wieder so heute. Das ist doch doof. Ach komm. Ist doch scheiße, ey. Ja, ich resette ja schon, ist okay. Reg mich das auf. Ich mach das jetzt einfach nochmal, weil das ja nicht so viel war. Also wenn ihr das nicht nochmal sehen wollt, dann keine Ahnung. Ah. Könnte ja vorspulen oder so, aber ich mach das jetzt einfach hier nochmal. Wollt schon gerade sagen, was hast du denn jetzt für ein Problem hier? Ja, kennen wir. Kennen wir. Boah, nee. Hey, 50% haben wir schon. Cool. Aber nee, ey. Alter Schwede. Warum macht es mir das Spiel so schwer? Also das Spiel macht echt riesig viel Spaß, aber wenn sowas passiert, das ist es halt total scheiße, ne? Ja, ich weiß, dass ich beim Knistern wieder anfangen muss. Aber immerhin dadurch kann ich jetzt den Typen... Mann. Den Typen da oben aussaugen. Weil ich diesmal natürlich darauf achten werde, dass er nicht...
beim Schalter, im Schalter stirbt. Du kannst erstmal wieder herkommen, mein Freund. Ich dachte schon, der stirbt jetzt schon. Es wäre jetzt echt lustig gewesen, wenn er von einem Schubser stirbt. Oh, Schmerzen. Bist du schon außer Puste? Scheint so. Hast du mich erschreckt, Junge? Der mich erschreckt. Was? Oh, bist du ja noch weit gekrochen, mein Junge. Komische Soundbugs hier. Aber Soundbugs sind mir tausendmal lieber, als wenn sich das Spiel hier aufhängt. Da kann es von mir aus auch mal laggen oder sowas zwischendurch. Das ist mir auch noch alles lieber. Obwohl es mit den Soundbugs hier gerade echt extrem ist, aber naja. Was soll's? Passt schon. Ich liebe dich auch. Komm ein ganz kleines bisschen näher, mein Freund. Nur ein ganz kleines bisschen. Komm her zum Onkel Kain. Sehr freundlich von dir. Oh, jetzt fliegt er ja schon wieder so weit, aber naja. Einen gewissen Sicherheitsabstand habe ich ja hier. Von daher passt das. Passt das schon. So. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht. Warum ist es nach vorne gekippt? Das macht mir Angst. Nee, aber klappt ja alles ganz gut. So, nochmal hier Spinny Boy fertig machen. Na, wie läuft's denn so, Spinny? Alles gut? Lässt sich auch genauso leicht fertig machen wie gerade eben. Ich möchte jetzt hier nicht kämpfen. Komm mal in den Gang rein hier. Mach mir doch nicht so einen Stress. So, drückt mir die Daumen, dass das nicht gleich schon wieder passiert. Aber ich glaube, das passiert nicht zweimal hintereinander an der gleichen Stelle. Aber man weiß ja nie, was dieses Spiel so für Launen hat. Ne? Wie gesagt, ich liebe es über alles, aber... Naja. Jetzt stand er schon gerade kurz lade. Ich drehe hier durch gleich, ey. Hi. Och, er geht mir auch auf den Keks mit seinem Geschrei hier, ey. Stirb doch einfach. Und dein Kumpel, der nur ein paar Meter weiter weg steht, der kriegt nichts mit. Ist das nicht großartig? Ich finde das großartig. Ist hier vielleicht ein Checkpoint, zufälligerweise? Nö. Hier sind nur zwei Schalter, die ich betätigen muss. Regt mich ja gerade schon auf, ne? Ja, wenn du nicht angreifst, greife ich an. Habe ich auch kein Problem mit. Du schwaches Nachthemd.
Sag mal, fällt dir noch was anderes ein? Ich glaube nicht. Wo bist du, du Schreihals? Dein Spielchen, du machst mir Angst. Zum Glück bin ich nicht ins Wasser gefallen. Das wäre nicht schön gewesen. Dann lasse ich jetzt erstmal die Waffe da liegen. Vielleicht hilft das ja. Weil ich brauche ja an sich jetzt erstmal keine Waffe. Die kann ich mir auch woanders holen, wenn der nächste Checkpoint gewesen ist. Weil ich will jetzt hier einfach nur schnell durchkommen. Und da hinten, da ist halt noch eine Kiste. Und ein paar Spinnies. Aber vor allem die Kiste möchte ich natürlich gerne haben. Und ein bisschen mehr Blut nochmal schadet ja auch nie. Wo seid ihr? Nein, das ist nur eine Waffenkiste. Oh. Scheiße, ey. Ich dachte, hier wären drei Spinnies gewesen, nicht nur zwei. Naja, ich meine, dann sind es halt nur zwei. Habt ihr auch kein Problem an sich mit, ne? Aber naja. Also die Waffenkiste will ich ja eigentlich nicht verschimmeln lassen, aber ich habe ehrlich gesagt Angst davor, das Schwert nochmal aufzuheben. Allein nur den Versuch zu wagen. Ist hier noch irgendwas hinter? Schade, hätte man auch gut noch was verstecken können. Also es ist wohl wirklich so gedacht, dass man das Schwert da hinten aufhebt, dann hier rüber springt und sich das Upgrade holt, aber... Ach, ich weiß nicht. Nee, ich lass es. Noch kein. Also hier muss man echt umständlich mit der dunklen Kappe umgehen irgendwie, finde ich. Naja, was soll's. Hui. So, dann betätigen wir mal noch die Schalter eben. Dann gucken wir mal, was hier schon passiert. Ah, das Tor geht auf und... Ah, hier sind Leute jetzt freigelassen worden. Ich glaube, die lenken den von alleine ab. Beeilen wir uns mal. Ja, er ist weg und abgelenkt. Tschüss. Hallo, ich meine, na. Nix da, UL. Es gibt kein UL heute. Du kannst mir gar nichts. Nein. Ich will noch nicht da rein. Hallo, ich wollte mich hier umgucken. Vielleicht ist hier doch noch eine Kiste oder so. Danke, Spiel. Ich hasse dich. Ist doch scheiße. Naja, was soll's. Ich würde gerne wissen, ob ihr euch unterhaltet oder nicht. Vor allem hätte ich jetzt mal gerne hier einen Speicherpunkt, damit ich irgendwie hier mal pausieren kann, aufhören kann, keine Ahnung. Nee, die reden nicht. War ja auch gar nicht laut oder so, die bemerken mich trotzdem nicht, wie geil. Ich mag die. Nein, scheiße, das wollte ich überhaupt nicht. Ihr nervt, wisst ihr das? Das Fauchkonzert von Kain. Ich glaube, ich treffe ja auch nicht immer den gleichen, oder? Kann das sein?
Ja, das kann sein. Wie brav sie auch hintereinander stehen. Ist ja echt witzig. Ihr seid ja so süß. Macht doch einfach keinen Schritt, hier so komisch rumzufahren. Er geht einfach wieder. Wie geil ist er denn? Er geht einfach wieder und stellt sich da hinten hin. Er hat keinen Bock mehr. Wie geil ist das denn bitte? Also sowas hatte ich aber auch noch nie, ey. Ach nee, das liebe ich ja. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Ach, ist das schön. Stirb doch mal endlich. Bist du tot? Ja, er ist tot. Yo way. Er hat mir wieder yo way gesagt. Das freut mich. Jetzt kommst du angerannt, wo dein Kumpane tot ist. Aber vorher gehst du gechillt weg, weil du keinen Bock mehr hast. Also, du bist auch eine komische Nuss. Habe ich schon gerade gefragt, wo sein Kumpan ist. Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen, ey. Stirb endlich, Karl Wilhelm oder so. Yay! Was für ein Blutbad. Ah! Oh. Ich bin untröstlich oder so. Aber hey, meine Waffe wurde nicht beschädigt, von daher ist doch gut. Ja, ja, da will ich aber noch nicht lang. Ich wollte mich nur mal eben kurz hier umgucken nach einer Kiste oder so. Stimmt, hier ist ja keine. Hier hinten vielleicht. Ja, ich weiß, dass der Part schon lang ist, aber ich möchte mal eben noch... Ah, siehst du wohl. Ich meine, es wäre ja auch arschig von den Spieleentwicklern, wenn sie da hinten eine Kiste hingemacht hätten. Ne? So mit dem Wissen, hier kann er dann aber nicht benutzen, weil er sofort angegriffen wird. Und sobald er den getötet oder ausgesaugt hat, dann ist ja Cutscene. Ja, ein Speicherpunkt. Oh, hier sind wir schon. Wow. Ey, Leute, das Spiel ist bald vorbei. Geil. Ich meine, eigentlich nicht geil, aber ich meine, dass wir jetzt schon hier sind, ey, das ist ja... Oh, cool. Na gut, Leute, ich beende hier den Part erstmal und würde dann mal sagen, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Also beim nächsten Mal solltet ihr aber hundertprozentig wieder einschalten, weil hier gleich noch was richtig Geiles passiert. Und, ja, seid einfach wieder dabei, also ihr könnt sehr gespannt sein. Im nächsten Part geht's sehr spannend weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!